Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Starfield. Wir sind jetzt hier und der Job reden nochmal ist mit ihr. Der Trichter spuckt Zutaten aus. Der Computer sagt dir, was du herstellen sollst, du nimmst dir die Zutaten. Wir wissen aufs Milligramm genau, was nötig ist. Das nimmst du. Nicht mehr, nicht weniger. Und wenn ich zu viel nehme? Dann wird es dir vom Gehalt abgezogen. Die richtigen Zutaten nehmen, alles klar. Und nur, was du brauchst. Genauso wichtig, Tempo. Wir haben eine Quote. Der Timer startet, sobald der Auftrag auf dem Bildschirm ist. Also stell das Präparat her und leg es in den anderen Trichter. Wenn du schneller bist und Mitarbeiter des Monats wirst, kriegst du einen Bonus, vielleicht irgendwann eine Beförderung und eigene Kistenratten. Wenn du zu langsam bist, sei's einfach nicht. Fragen? Was stelle ich her? Oh, 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 du hast nicht zugehört. Keine Fragen. Stell einfach her, was du gesagt kriegst. Ende. Mal los. Konzentrier dich, arbeite klug und schnell. Wir verstehen uns, oder? Du darfst einmal mit Stützrädern üben, ohne Zeitlimit, um das System kennenzulernen. Danach tickt die Uhr. Erledige die Schicht. Wenn du es gut machst, darfst du vielleicht wiederkommen. Danach kannst du in den Pausenraum. Hier will man doch nicht arbeiten. Wenn ich in der Nähe von Aurora arbeite, kriege ich Halluzinationen. Das sieht nicht gesund aus. Charge Schlangenöl her. Kein Zeitlimit. Okay. Herstellen. Du hast eine Schmuggelware-Item aufgesammelt. Es ist illegal, derartige Items bei dir oder auf dem Schiff mitzuführen. Security-Schiffe, die wichtige Siedlungen kreisen, scannen dein Schiff Schmuggel und hindern dich für die Dauer des Scans am Landen. Du kannst versuchen, Schmuggelware an ihnen vorbeizuschleusen. Wenn dir das jedoch nicht gelingt, kannst du festgenommen werden. Dabei wird auch deine Schmuggelware konfisziert. Das können wir bestimmt gut gebrauchen. Valentina soll sich mal locker machen. Was für eine Nervensäge. Okay. Und jetzt? Penicillin X. Eine Charge. Eine Minute ab. Jetzt. Ups. Herstellung abgeschlossen. Herstellen Penicillin X. Eine Charge. Eine Minute ab. Jetzt. Wie kriege ich das Zeug jetzt raus? Ach so, die zweite und dritte und letzte Dose. In den Pausenraum oder nach Hause?
Unglaublich, dass sich ein Arbeiter am Rissbarspann verletzt hat. Aha. Ständig gibt's hier neue Gesichter. Keine Zeit. Ich komme noch zu spät zu meiner Schicht. Willkommen am Fließband. Hoffe, du stehst drauf, dass jede Bewegung für die Silizium-Nachwelt aufgezeichnet wird. Die gute alte Paranoia der Konzerne. Zeichnen die wirklich alles auf? Hier, da, überall. Man spürt das Vertrauen richtig. Heute ist mein erster Tag. Ich freue mich auf neue Bekanntschaften. Ja, wir müssen zusammenhalten. Apropos Security. Oh nein, Stromausfall? Zum Glück sind die blöden Dinger sowieso die meiste Zeit kaputt. Kennst du Nesha? Der Arme wurde von der Security einkassiert. Du bist Neshas Kontakt? Bingo. Ich bin noch frei, also hat Nesha mich nicht an die Security verpfiffen. Ich wusste, dass seine Bosse einen Ersatz schicken würden. Sind wir wieder im Geschäft? Wir müssen bloß vorsichtig sein. Das musst du mir nicht sagen. Ich sage dir, wo die Ware ist. Du musst sie nur holen und... Keine Ahnung, was ihr damit macht. Wenn du mehr brauchst, arbeite einfach eine Schicht und komm zu mir in den Pausenraum. Dann gebe ich dir neue Koordinaten. Schön, mit dir Geschäfte zu machen. Okay. Ich mach lieber Fische sauber, als bei einer Straßengang zu sein. Ich wünsche dir noch einen produktiven Tag. Kann das warten? Ich muss erst noch den Fischgeruch aus den Kleidern waschen. Wie kannst du eigentlich essen, wenn du die Maske auf hast? Wie kannst du essen? Du hast dir eine Maske auf. Rate mal, was ich heute nicht esse. Die richtige Antwort lautet Meeresfrüchte. Ich arbeite schon seit Jahren bei Zeno, hab Bayou hier aber erst einmal gesehen. Ich kann einfach so gehen. Zu spät. Tschüss, Sarah. Och, Mann. Gut, dass die geportet ja, werden. Ja, hier stinkt's. Was sagst du? Ich hab zwar noch keine Bugs gefunden, aber Rechtschreibfehler. Und halt eben die Lippenbewegungen. Weil es nicht synchron ist. Hier bei Stroud Eklund kennen wir die Macht. Komm zu sich. Naja, Adam sucht jemanden für einen Job. Ich bin ja anscheinend nicht diskret genug. Neon, wenn nicht gar in den gesamten besiedelten System. Wir uns von Appside fern. Die Einheimischen stehen nicht gerade auf Touristen. Gut, jetzt sind alle Beteiligten anwesend. Yannick. Dachtest du, du kannst in meiner Stadt ohne mein Wissen Aurora verwenden? Ein neues Blutbad in Appside ist nicht gut für den Tourismus. Aber manchmal muss eben Blut fließen. Und du bist dann wohl der jämmerliche Kopf dieser Bande. Ich bin nicht. Was habe ich davon, wenn ich einen von euch oder beide am Leben lasse? Bin ich der Kopf. Ist ein Trott, als sich das selbst zuzuschreiben. Exakt. Was Yannick auch bekommt, er hat es verdient. Sogar deine eigenen Leute finden, ich würde Neon einen Gefallen tun. Deine Lounge deckt das Luxussegment ab, Mr. Bayou.
Aber es gibt noch so viele andere Credits, die eingesagt werden wollen. Red weiter. Wir verwenden eine Prise Aurora, um Blend herzustellen. Und Blend kann jeder bezahlen. Bitte, sag es ihm. Ja, sag's mir. Die Leute rennen ihm praktisch die Türen ein, weil sie mehr Blend wollen. Du hast also ein Monopol auf einem Schwellenmarkt. Fast könnte man denken, du hast Geschäftssinn. Yannick hat gerade erst angefangen. Die Credits fließen und... Moment. Hast du dich gerade Yannick genannt? Ernsthaft? Fresse. Der Hase läuft so. Du darfst weiter Aurora aus der Fishery schmuggeln. Du stellst deinen Blend her und verkaufst das überschüssige Aurora auf der Straße. Aber ich kassiere 20% von deinem Gewinn, weil ich dich ertrage. Das war's. Yannick, fang an, mir Kohle zu verdienen. Oha. Mal wieder so ein mieser Tag in Neon, was? Oh, Yannicks Herz schlägt immer noch so schnell. Mr. Bayo ist beeindruckend. Alles okay? Wir verstehen uns noch, oder? Ich dachte, wir sind tot. Sowas von tot. Mein Leben ist an mir vorbeigerauscht. Oder hätte es sollen. Unser Gewinn schrumpft, ja, aber wir müssen keine Angst mehr haben, erwischt zu werden. Also, business as usual, hä? Du arbeitest eine Schicht bei Xenofresh und dein Kontakt sagt dir, wo das Aurora ist. Du gehst hin, holst es ganz entspannt und gemütlich ab und bringst es mir. Kein Zeitdruck, wann du willst. Mach ruhig erstmal Pause. Diese Arbeit ist nichts für mich. Warum gibt Bayo uns das Aurora nicht einfach direkt? Willst du ihn fragen? Aber wenn ich raten müsste, er will seinen guten Ruf nicht durch uns ruinieren. Und wenn etwas schief geht, kann er es leugnen. Bis später. Ja, natürlich. Komm wieder, wenn du frisch und munter bist. Zurück zur Loge, oder? Vielleicht. Mal gucken. Und so sind meine Eltern hier gelandet. Wie viel Geld habe ich denn jetzt? 69.000. Durstig? Aber klar doch. Dann schau bei LeGrand's Liquors vorbei und still deinen Durst. Und deine neuen. Okay, gucken wir mal. Missionen. Was haben wir denn hier an sonstiges noch zu tun? Missionen. Zerstöre die Crimson. Reise zu einem beliebigen Planeten des Protagonist-Systems. Okay. Das ist also, was erledigt ist. Das ist, was offen ist. Kaufe den Rockstar Force Bond. Wo ist das? Nicht hier. Gut, dann machen wir das erstmal. Kann ich eigentlich auch direkt zum Schiff? Oder muss ich jetzt wirklich dahin laufen? Dich zum geräumten Sleep Crate.
gewesen. Okay. Wir drauf los. Aber erst. Anzüge. Besser. Abheben. Los geht's. So, wo wollen wir hin? Wo müssen wir hin? Nicht hier. Da oben. Gut, dann reisen wir jetzt dorthin. Achtung, du trittst in den Raum der United Colonies ein. Bitte Kurs beibehalten und auf Scan vorbereiten. Scan abgeschlossen. Landefreigabe für New Atlantis erteilt. Viel Spaß bei deinem. Jo. Sprung. Besuch auf Jamison. Die Loge kommt dann später. Achtung, du trittst in den Raum der United Colonies ein. Bitte Kurs beibehalten und auf Scan vorbereiten. Erledigt. Willkommen auf dem Mars. Jo, das Schiff betreten. Verlassen. Okay, ich bin leicht.
Kann ich nicht abbauen? Ein wenig Kälte hat noch keinem geschadet, oder? Das ist ein cooles Schiff. Diese Thermoparasiten sind echt allerliebst. Wir sollten Dennis dabei helfen, sie zu beseitigen. Geld machen. Aha. Du untersuchst die Fracht auf Schäden, aber als du den öffnest, kriegt etwas heraus, fällt auf den Boden. Das ist ein Thermoparasit. Aua. Da ist jemand. Ja, kill ihn. Kann Sarah mal killen. Dann mal los. Schön, dass du die Drecksarbeit übernimmst. Dann mal los. Soll Sarah sich darum die Viecher kümmern? Erledigt. Paar Schramm. Viel Spaß, Sarah. Da bewegt sich noch was. Wer zu viel mit sich herumschleppt, ist schlecht vorbereitet.
Was machst du da, Sarah? Es kommt. Ich habe keine Angst davor, aber ich wollte noch ein bisschen rumalbern und spielen. Einen auf Panik machen, nur so tun. Was? Mir ist sie nicht. Geht gar nicht ins Cockpit rein. Wahrscheinlich hier, oder? Okay, gehen wir zurück. Würmer erledigt. Musst du mich so erschrecken? Wieso komme ich jetzt hier nicht raus? Na, geht doch. Wo ist denn jetzt das Schiff? Da drüben. Das Schiff. Oh, wo ist mein Schiff jetzt hin, verdammt? Da. Ich habe es überhaupt nicht gesehen können. So. Okay, Cockpit. Ich sofort ab oder willst du noch warten?
Jetzt muss ich auf der richtigen Seite landen. Der Speed geht immer noch. Warum piept das immer noch? Das piept immer noch. Geil. Ich habe da was für dich gefunden. Hier, ich habe etwas für dich. Vielen Dank. Das wäre doch nicht. Oh, du bist unverbesserlich. Ist von einer der letzten planetaren Expeditionen. Ich bin mehr als nur Kanonenfutter, weißt du? Das weiß ich zu schätzen. Zum Glück habe ich immer noch ein so gutes Auge. War schon länger nicht mehr im Einsatz. Komm nach den planetaren Ausflügen ruhig mal zu mir. Wenn ich was finde, gebe ich es dir. Vielen Dank. Ne, bisschen Training. Warst du schon mal auf Aquila? Keine Zeit, bin in Eile. Ups. Eile, aber das Schiff ist abgeschürzt, es war voller Thermoparasiten, aber die Fracht scheint intakt zu sein. Oh nein, hoffentlich haben sie nicht meine Fracht ruiniert. Und die Crew, vermutlich tot, ja? Zu schade, wirklich zu schade. Aber du hast das Schiff und die Fracht gefunden, das ist zumindest gut. Ich lasse sie abholen, nachdem das jetzt ungefährlich ist. Danke. Ich habe vielleicht noch mehr Aufträge. Interesse? Später. Hast du immer noch null? Hey, vielleicht kann ich... Sieh dich um. Nein, du hast wieder 5000. Gut. Verkaufen. Anzüge, Space Trucker. Helme. Kleidung. So. Ressourcen. Sonstiges. Irgendwas ist noch zu schwer. Wahrscheinlich die Hilfe hier. Notizen. Ich bin Gunnar, wo kommst du her? Ah, ja, man hört's mir an, oder? Das werde ich manchmal gefragt. Ist aber kein Problem. Ich habe ab der frühesten Kindheit fast mein ganzes Leben in den Sternen verbracht. Auf verschiedenen Schiffen. Und dabei viele Sprachen gelernt. Deswegen klinge ich für manche Leute ein wenig komisch. Aber das ist einfach der Preis dafür, dass ich so viele Sprachen beherrsche. Okay. Bis bald, Freundo! Freundo. Die Kriminalitätsrate war noch nie so niedrig. Sitzt er immer noch an seinem Platz? Hilf mit, dass Cydonia Graffiti frei bleibt. Oh, er steht. Hier gibt's einfach nichts zu tun. Warte mal, ich hab doch was im Schiff eingelagert.
Ich darf bestimmt wieder was verkaufen. Suchst du seltene Waren? Zur Erinnerung. Ja, verkaufen, verkaufen aus dem Schiff. Feuerlöscher. Notizen. 0000. Kleidung. Oh, nicht. Waffen. Ach, mehr hast du nicht. Oh, wir haben schon 77.000 Credits. Informiere uns bitte, wenn du etwas Verdächtiges siehst. Okay. Oh, wie geht's dir? Gut, und dir? Wow. Auf jeden Fall will ich das große Schiff haben. So, einsteigen. Ist wieder an Bord zu sein. Yep. Erstmal schlafen. Gut geträumt? Es ging. Okay, Transfer. Inventar, Waffen, Cutter. Kleidung. Einfach Items, dann auch weg. Hilfe, halt Infektion. So, das kriegt auch erstmal rein. Das auch. Das auch. Ressourcen. Station.
Vibration. Roboter! Schwerelosdraht! Erstellt, geil. Oder habe ich jetzt nur die Produkt das Dings erstellt? Außenposten Technik 2 brauche ich dafür, okay. Ausrüstung. Helmmod. Wolfram. Waffen. Cool. Gäbe es also, was ich erlernen kann. Okay, gut zu wissen. Coole Sache. Nice. Okay. Wo geht's denn jetzt als nächstes hin? Das da. Abheben. Dann wollen wir uns entspannen. Dieses Buch oder Video. Buch oder Video, alles was rein wird sein. Mal los. Wo muss ich hin? Ach du Heiliger. Sprung. Oh.
anhalten, während wir nach Schmuggelware scannen. Okay, alles klar. Willkommen in Aquila City. Danke. Wuhu! Also für meinen Außenposten baue ich mir dann einen schönen grünen wo ich einen grünen Planeten habe. Mit Wasser, Palmen. Auf dieser Welt sollte es jede Menge organisches Material geben. Aha. Bin ich jetzt hier falsch? Ja, ich bin falsch. Oh. Ach du Heiliger. Nein. Kann ich nicht einfach meinen Helm... Warum sind meine Augen geschlossen? Wow. Kleiner Bug, was? Der kommt in zwei Stunden. Ist dann ein Techniker frei? Puh. Das ist kein Problem. Du zahlst für den neuen Reaktor. Halt! Auf Befehl von Marshal Daniel Blake muss ich berichten, dass es ein Problem bei der Galbank gibt. Es könnte Gefahr bestehen. Halte also lieber Abstand. Was ist denn los? Ich weiß nur, dass es einen versuchten Bankraub gab, der schiefgegangen ist. Wenn du die ganze Geschichte willst, musst du den Marshal fragen. Wenn Menschen in Gefahr sind, will ich helfen. Das ist wohl die Entscheidung des Marshals. Ehrlich gesagt läuft es nicht gut. Sieht nach einem Patt aus. Hilfe von außen wäre vielleicht nicht verkehrt. Gut. Sam hat mir so viel über Aquila City erzählt. Ich habe das Gefühl, als hätte ich hier ewig gelebt. Wollt ihr mir auch irgendwann mal eure Forderungen sagen? Vielleicht, wenn du jemanden findest, dem wir vertrauen. Zum Beispiel? Nicht du, keiner von deinen Rangern und auch nicht die Stadtwachen. Was zur Hölle soll ich damit denn anfangen? Zurücktreten, sofort! Dreh dich erstmal um. Was ist denn los? Eine Geiselnahme. Und jetzt geh bitte, sonst muss ich dich wegschleppen lassen. Was könnt ihr die Hilfe gebrauchen? Ich will nicht unhöflich sein, aber ich kenne dich nicht. Und jetzt tritt bitte zurück. Er steht neben auf dem Spiel, lass mich dir helfen. Hörst du mir wenigstens kurz zu? Schön. Red schnell. Du kriegst... Also lass mich dir helfen. Ich fürchte fast, du hast recht. Mir gehen die Optionen aus.
Die Schaubande hat versucht, den Laden zu überfallen, wurde aber von einer Wache gesehen. Sie haben alle im Gebäude als Geiseln genommen und Wachen postiert. Wir können also nicht reingehen. Sie kommunizieren über das Intercom. Schaubande? Eine große Schmugglerbande, die sich außerhalb der Stadt versteckt. Sie nehmen jeden auf, ob Neuling oder Veteran. So schlecht wie das hier vorbereitet war, sind die da drin wohl blutige Anfänger. Vermutlich ihr erster Versuch, eine Bank zu überfallen. Was für uns gut ist. Sie wünschen sich wahrscheinlich gerade, sie wären einfach zu Hause geblieben. Sie reden nicht mit mir. Vertrauen niemanden mit Marke. Sie wollen einen neutralen Unterhändler. Sie hatten also keinen Plan für diese Situation und schinden Zeit, um sich einen zu überlegen. Vielleicht kann ich sie ja zu einer Vernunft bringen. Okay, ich bin bereit, das zu gestatten. Aber vorher ein paar Dinge. Sag, was du sagen musst, aber was sie auch fordern, ich gebe es ihnen auf gar keinen Fall. Und es stehen Leben auf dem Spiel. Also werd nicht leichtfertig. Finde raus, was sie wollen und erstatte mir dann Bericht. Ich hoffe wirklich, du weißt, was du tust. Hey, ihr da in der Bank. Ich schicke jemanden zum Verhandeln rein. Ich will deine Hände sehen und keine Spielchen, klar? Ich speichere lieber ab, bevor es in die Hose geht. Da ist ganz schön was geboten, oder? Du sollst also mit uns verhandeln, ja? Tja, wenn du glaubst, du spazierst hier einfach rein und überredest uns zum Aufgeben, vergiss es. Die Sache funktioniert nur, wenn ihr kooperiert. Ich werde mal wissen, mit wem rede ich. Wie heißt du? Jet Bullock. Freut mich, ich bin Ray. Wow, du bist aber höflich. Also, woher weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Vertrau mir, das tut der Marshall auch. Glaubst du wirklich, ich hätte deine Wahl? Ich kenne dich nicht. Warum sollte mir dein Wort also irgendwas bedeuten? Ich bin nur hier dafür sorgen, dass niemand was passiert. Naja, du hast schon recht. Mit mir reden ist eure einzige Chance, hier lebend rauszukommen. Ich verstehe, was du meinst. Okay, du bist anscheinend nicht nur eine Marionette des Marshalls. Du willst, was wir wollen. Ein Happy End ohne Verletzte. Also, reden wir. Was sind eure Forderungen? Wir wollen sicheres Geleit zum Raumhafen und ein Schiff. Wir setzen die Geiseln irgendwo an einem sicheren Ort im System ab. Danach geben wir durch, wo sie sind, und der Marshall und seine Crew können sie abholen kommen. Aber wenn uns jemand aus dem Orbit folgt, fangen wir an, Leute zu erschießen, klar? Woher weiß ich, dass ihr euer Wort haltet? Glaubst du etwa, wir wollen hier eingesperrt bleiben? Scheiße, nein! Das könnte eine Weile dauern, ein Schiff zu besorgen. Scheiße, die Freestar Ranger haben Schiffe. Sollen sie uns eins von ihren geben? Die ganze Sache ist komplett schiefgelaufen. Es sollte ein schnelles Ding sein. Sauber und simpel. Rein, raus. Also bleiben wir einfach alle cool, okay? Meine Jungs drehen hier drin nämlich durch. Ich weiß nicht, wie lange wir das noch aushalten. Gebe eure Forschung an den Marshall weiter. Mach das. Ich habe keine Ahnung, wie die Sache endet. Ich habe jedes Wort gehört. Er redet zu laut. Ist die Müdigkeit. Die Angst und Erschöpfung machen sich bemerkbar. Sie denken nicht klar. Das bringt uns in eine sehr gefährliche Lage. Sag mal, du musst tun, was getan werden muss. Nein, du würdest nur deine Zeit vergeuden. Oder schlimmer, sie wütend machen. Das ist zu riskant. Wir müssen doch irgendwas tun können. Wir sind dann wohl fertig. Die Security ist ein Witz.
Schaubande hält uns alle zum Narren. Ich habe jedes... Die Angst und Erschöpfung, Mann. Das bringt uns in eine sehr... Dein Idealismus in Ehren. Aber es gab von Anfang an nur zwei Optionen, wie das hier endet. Eine davon hast du schon ausgeschlossen. Bleibt also nur die andere. Wir müssen die Geiseln befreien, indem wir die Bankräuber ausschalten. Das Problem ist, dass sie mich und die Wachen ständig im Blick haben. Wenn wir versuchen reinzugehen, sehen sie uns sofort kommen. Ihr könnt reingehen. Ich gehöre nicht zu eurer Aktion. Ich könnte sie also vielleicht überraschen. Wenn es sich für mich lohnt, schalte ich die Kerle für dich aus. Nein, ich mache das Erste. Dazu wärst du bereit? Du hast Mumm. Das steht fest. Aber ich muss gestehen, dass du recht hast. Damit rechnen sie vielleicht nicht. Also, ich sehe zwei Optionen. Du kannst sagen, dass du die Geiseln sehen willst. Und wenn du drin bist, schlägst du zu. Wenn du schnell bist, kannst du sie wohl ausschalten, bevor sie reagieren können. Aber du musst sie töten. Es gibt aber auch eine Hintertür. Ihre Aufmerksamkeit ist nach hier vorne gerichtet. Vielleicht passen sie hinten also weniger gut auf. Der Schlüssel sollte passen. Nee. Also das mit Reitschleim war noch nie so meine Stärke. Dann mag ich den lieber vorne. Was hat Herr Marshall gesagt? Haben wir einen Deal? Kein Deal, bis ich die Geiseln sehe. Es würde helfen, wenn du einen guten Bewegung hättest, indem du mich die Geiseln sehen lässt. Das wäre schon okay. Werd erstmal deine Waffe los. Bewaffnet kommst du hier nicht rein. Hör mir einfach kurz zu. Schön, aber beeil dich. Sie ist doch mal aus anderen, aus unserer Perspektive. Wir brauchen einen Beweis, dass es den Geiseln gut geht. Gutes Argument. Der ganze Deal hängt davon ab, ob es denn wurde. Ich kann dir einfach nicht glauben. Würde mir an deiner Stelle wohl genauso gehen. Das ist nicht verhandelbar. Ich muss wissen, dass es den Geiseln gut geht. Jeder Imperial hat das Recht, eine Waffe zu tragen, um sich zu schützen. Du erzählst mir nichts, was ich nicht schon weiß. Genug geredet jetzt. Du hast meine Antwort und die ist endgültig. Und jetzt sagt der Marshall, dass ich mein verdammtes Schiff will. Gut. Wir sollten das Artefakt schnell zu unserer Sammlung hinzufügen. Ich spiele gern den... Gut. Vielleicht ein anderes Mal. So, ich habe keine Waffen. Gute Mission. Pack ruhig was in rein. Tschüss. Ja, tschüss. Wo ist jetzt meine Waffe hin? Zurück zur Loge und... Ich trage nur Waffen. Du musst los? Ja. Yeah. Warum habe ich jetzt das Menü der Waffen nicht?
Wo hast du das hingetan? Wir sollten das Artefakt... Ich nehme dir gern... Wo hast du die Waffen hin? Sarah. Hier. Ciao. Oh Mann. Okay, rein vorne reingehen hat also doch nicht geklappt. Gut, schnell speichern und rein. Gute Mission. Ein Schritt nach vorn. Nimm dir Zeit. Ich brauche ein Messer. Zurück zur Loge, oder? Hast du was für mich? Nein. Wir unterhalten uns später. Ja. So, Waffen. Favorit. Was war das für ein Geräusch? Hoppla. Da ist nichts. Nein! Och nein! Oh Mann! Warum? Ich hab doch gar nichts gemacht! Warum nicht? Wieso? Oh, wie hat er denn das jetzt gemacht? Ich hab doch gar keinen Laut von mir gegeben. Wir sollten das Artefakt schnell. Ich hab doch gar keinen Laut von mir gegeben. Dann mal tschüss. Ups. Nein, oh Mann, oh. Ich will nicht, dass sie schießen. Aber ich will mich ranschleichen und ihn von hinten eine... Gute Mission. Warte hier. Na gut, aber mach schnell. Was war das?
zum... Was zur Hölle? Ich brauche hier Hilfe! Jemand schleicht hier rum. Ich bring dich um, du Schwein! Das war's dann wohl mit dem Reinschleichen. Sarah hat alles versaut. Sie hat alles versaut. Mano! Warum musste Sarah alles versauen? Sie hat mir alles versaut. Oh! Sie hat mir alles versaut. Weil sie nicht geduckt bleibt. Weil sie Edel angreifen, immer angreifen muss. Ich muss sie draußen stehen lassen. Sonst versaut sie mir das nur. Spacer und Fleet werden laut SNN immer schneller. So. Zurück zur Loge, oder? Tauschen. Dann zeig mal her. Ich warte genau hier. Oh, Maya. So, nochmal schnell speichern. Und rein da. Ich hab was gehört. Was es auch war, jetzt ist es wohl weg. Habe ich eigentlich eine schallgedämpfte Waffe? Nein, habe ich nicht. Schalldämpfer wäre so praktisch. Wir sollten das Artefakt. Hast du was Nützliches? Die hat keinen Schalldämpfer. Wir haben alle keinen Schalldämpfer. Adieu. Ich dachte, das wäre ein Schalldämpfer, aber es ist nur ein verlängerter Lauf. Guck nach links. Wer? Du bist.
Mein Kopf. Ich versuch's. Ah, die kommen ja von hinten auch noch. Oh, ist das mies und fies und gemein. Dass die auch von hinten auf. Oh. Ist das mies. Schwierig. Oh, jetzt. Ich will nicht, dass die mich erwischen bzw. sehen. Weil das wird den Geiseln wahrscheinlich, die werden alle sterben oder so. Es gibt zwar keine Meldung, dass die gestorben sind, aber. Kann ich das einfach. Kann ich das Ding noch werfen? Nee, ich kann nichts werfen. Schade, dass ich nichts werfen kann zur Ablenkung, ne? Ist da jemand? Bin wohl einfach ein bisschen müde. Geh doch nicht wieder dahin. Was war das für ein Geräusch? Was denn so? Ich habe gar kein Geräusch gemacht. Muss mich entspannen. Wow. Verdammte Scheiße! Wir werden angegriffen! Ha! Ich riskier's! Gib mir Deckung! Hast du's bei. Wenn ich dich finde, kriegst du Ärger. Dann lache ich ja nur.
Die sind da unten. Er sucht mich da. Hey, hier ist jemand. Die schießen durch den Boden. Ich hätte es mir denken müssen. Was zum? Wir verlieren nicht. Alter, ich muss nachladen, da kann ich doch nicht schießen. Das ist unfair, wenn die schießen, während ich nachladen muss. Au. Tut weh. Gehe ich rein und werde direkt abgeknallt. Haben die mich wieder vergessen oder was? Hä? Wie jetzt? Ach so. Vielen Dank. Ich hasse das, wenn ich schießen muss und ich nicht schießen kann, weil ich keine Muni habe. Weil ich nachladen muss.
Deswegen trage ich auch so ungern Sturmgewehre bei Division. Immer wenn ich schießen will, kann ich nicht schießen, weil ich nachladen muss. Deswegen nehme ich lieber Maschinengewehre, aber das gibt's ja hier nicht. Sie haben den Marshall bei den Eiern. Gute Arbeit. Wir kriegen das schon hin. Ich habe den Tumult gehört. Die Geiseln sind in Sicherheit? Alle drei. Den Geiseln geht es gut, der Schaubonde weniger. Ach ja? Bedauerlich, aber du hast den Auftrag erledigt und Leben gerettet. Naja, hier. Leben gerettet, indem das ich hast Spanne du dir gekillt mehr habe, ist als wirklich verdient. Nicht gerettet. Du hast uns aus einer schwierigen Lage geholfen. Und zwar mit Mut, was selten ist. Du würdest dich vielleicht sogar zum Freestar Ranger eignen. Wenn du Interesse hast, geh zum Turm und frag nach Emma Wilcox. Sie ist für neue Rekruten zuständig. Will ich aber nicht. Ich will doch hier nicht 100.000 Jobs gleichzeitig haben. Simone, Baby. Warum kriege ich immer eine neue Quest, wenn ich eine andere abgebe? Ich möchte doch mal alle Quests erledigt haben und nicht 100 Jobs gleichzeitig haben. Da. Alles gut, du bist echt. Mir geht's gut. Okay, lasst uns alle mal tief. Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder neu, Quest. Erledige deine Geschäfte. Sieh dich ruhig um. Ich habe bestimmt etwas, was du brauchst. Du siehst müde aus. Eher erschöpft. Ich mache hier alles alleine, deswegen ist mein Tag immer ziemlich lang. Und obendrauf kommen natürlich noch Spezialbestellungen, Verträge, Lieferanten und der ganze Kram, um den ich mich täglich kümmere. Und ich arbeite mit dem Rat der Gouverneure, der Handelsaufsicht, den Freestar Rangern, alles. Ich erbringe quasi eine Dienstleistung für die Stadt und leite obendrein ein Unternehmen. Ich schlafe also nicht viel. Was musst du verkaufen? Tja, alles Mögliche. Was genau suchst du denn? Jeder muss einkaufen. Ich zeig's dir einfach. Verkaufen. Nicht schlecht. Freue mich. Niedrige Kleidung. Tschüss, er läuft nur erstmal seitwärts. Amira Wolf im Unterhaus, könnte jemand vielleicht. Oder also, wenn ich schon hier bin, dann mache ich das hier auch. Wir übernehmen jetzt. Hier irgendwas gerade mit Streit. Halt, da war's doch. Hauptfraktion. Bei den Vanguard bleiben. Da hier nicht was mit Verteidigung. Da. Hey!
Ich muss zugeben, dass ich nicht in der Stimmung für ein Gespräch bin. Ich weiß, dass ich diese Frau einfach ignorieren sollte. Aber ich kann mir einfach nicht helfen. Situation liegt daneben. Worum ging es da überhaupt? Sie taucht hier auf und erzählt uns, wie wir unsere Stadt zu verteidigen haben. Kein Respekt für die Methoden, die seit Jahren funktionieren. Schert sich nicht um die Konsequenzen. Und erwartet, dass wir ihr dafür danken, dass sie uns das Leben schwerer macht. Solche Arroganz habe ich noch nie gesehen. Sie war ziemlich daneben. Sie hat nicht die geringste Ahnung. Das ist einfach unerhört. Wir sind hier nicht in New Atlantis, wo die Sonne scheint und die Vögel zwitschern. Diese Mauern um uns herum sind aus gutem Grund hier. Und ich trainiere die Wachen hier schon seit Jahren, auch aus gutem Grund. Wenn wir Fehler machen und einen Augenblick wegsehen, dann töten die Eschter unschuldige Menschen. So sieht es aus, schlicht und einfach. Wenn also jemand hier reinmarschiert und meint, es besser zu wissen als wir alle, die ihr Leben der Sicherheit der Stadt gewidmet haben, dann geht uns das eben gegen den Strich. Du nimmst die Sache ziemlich ernst. Aber wenn die verbessert werden, kann es auch für alle von Vorteil. Tja, wenn. Ich werde bestimmt nicht ohne irgendwelche Absicherungen ihre neumodische Technik testen. Hör zu. Mich darüber aufzuregen ist nicht gut für meinen Blutdruck. Wenn du meinst, du kannst sie zur Vernunft bringen, dann nur zu. Sonst überlass die Verteidigung der Stadt lieber den Leuten, die das ihr ganzes Leben lang schon tun. Okay. Wir müssen klüger sein. Cleverer mit den Eschter umgehen. Du siehst nicht so aus, als würdest du meine Kondensatoren liefern. Also, was kann ich für dich tun? Ich habe gehört, dass du die Stadt durch neue Technologie verteidigen willst. Oh nein, das ist nicht ganz richtig. Aber immerhin scheinst du weniger feindselig als die anderen Leute hier. Also soll es mir recht sein. Ich weiß nicht, was du gehört hast. Und es ist mir ein Rätsel, warum die Sache sich so weit herumspricht. Ich habe nicht vor, irgendjemandem den Job zu stehlen oder Ash da frei durch die Stadttore spazieren zu lassen, egal was alle behaupten. Weiterhin sollen meine Vorschläge keinen Angriff auf die Kompetenz der aktuellen Sicherheitskräfte und Methoden in Aquila City darstellen. Das sollte alles klarstellen. Ganz schön viele Rechtschreibfehler. Methoden kleingeschrieben mit einem Bindestrich davor, obwohl es groß geschrieben wird. Also Rechtschreibung ist hier irgendwie Vollkatastrophe. Vor einem Komma, vor einem Oder stehen keine Kommas. Normen werden kleingeschrieben wie Methoden. Nee. Und die Lippenbewegung, ihr wisst es ja. Aber naja, ich gehe ja nicht so hart ins Gericht mit dem Spiel. Mir gefällt das Spiel trotzdem. Das hat jetzt nicht groß für Klarheit gesorgt. Oh, na gut. Dann muss ich wohl an meiner Kommunikation arbeiten, denn das passiert ständig. Ich muss einfach nur beweisen, dass meine Technik helfen kann. Dann wird er einsehen, dass ich recht habe. Tatsächlich könnte ich wirklich Hilfe gebrauchen, damit alles nach Plan funktioniert. Könntest du für mich ein paar Sensoren aufstellen? Sensoren? Wie bitte? Ja, ich brauche sie, um Daten zu sammeln. Es ist gar nicht kompliziert. Ich würde es selbst machen, aber ich glaube, Davis ist so aufgebracht, dass er mich beschatten lässt. Klar. Das ist großartig. Nimm diese Sensoren und platziere sie an bestimmten Orten entlang der Mauer. Komm danach zu mir zurück. Ich suche mir inzwischen eine andere Beschäftigung, damit ich kein Misstrauen errege. Ohne die Mauern wäre die ganze Stadt ein Ende. Willst du für einen halben oder ganzen Tag herkommen? Nova Galactic, definitiv. Ich habe viel.
Kumpels. Ja. Ja. Scheiß Arbeit, scheiß Bezahlung. Aber besser als nichts. Ich spare auf Tickets für die Alien-Extravaganza. Aha. Erledigt. Da drüben, Tourist? 3 Minuten, bevor der Geruch seine Wirkung zeigt, was auftreiben konnte. Aquila schwimmt ja nicht gerade in Museen. Na gut, aber deine Klasse soll einen Aufsatz über das Gelernte schreiben. Ich hoffe, du hast gute Neuigkeiten. Platziert. Sie wurden platziert. Damit wäre das erledigt. Der nächste Schritt ist etwas heikel. Aha. Siehst du diesen Wachturm da drüben? Ich muss da hineinkommen und an dem Computer dort ein paar Modifikationen vornehmen. Ich habe nicht genug Rechenleistung, um die Daten von den Sensoren zu verarbeiten, aber das bestehende Netzwerk hier schon. Ich hacke keine Security-Computer. Okay, ich kümmere mich darum. Ach, herrje, ich kann mich wohl wirklich nicht gut ausdrücken. Den Teil mache ich selbst. Aber vor dem Turm steht jemand Wache und der wird mich nicht reinlassen. Du musst ihn für mich ablenken. Es sollte nur wenige Augenblicke dauern. Also, falls du in besonders aufmüpfiger Laune bist, könntest du ihm etwas zu tun geben. Du weißt schon etwas, das Davis als Krawall bezeichnen würde. Sobald er beschäftigt ist, schlüpfe ich rein und bin wieder raus, bevor jemand... Okay. Warum zeigt sie eigentlich auf dem Wachturm dahin, wenn der Turm doch da ist? Sie stand ein bisschen verkehrt oder hat verkehrt gezeigt? Wenn ich schieße, habe ich alle als Feinde. Das will ich nicht. Meine Mutter wollte, dass ich Medizin studiere. Medizin? Tja, Mütter, was? Ach, was führt dich zur Wand? Langeweile? In dem Fall hast du nämlich den Hauptgewinn gezogen. Kann ich mehr, aber ich brauche hier ein paar Minuten für einen guten Zweck. Und ich soll dir das einfach so abnehmen, oder was? Gibt doch keinen Grund, wir uns ein Problem zu haben, oder? Schön, dass du meine Situation verstehst. Tut mir leid, ich bin neu, ich habe uns noch nicht kennengelernt. Schön, dass du meinen Standpunkt akzeptierst. Ich bin auch kein Weichei. Muss man automatisch überzeugen? Vielleicht finden wir noch eine Lösung. Ich glaube dir. Aber mach nur nichts, was ich bereue, okay? Ein Ökosystem ist lebendig. Es verändert sich. Im Moment klappt unser Umgang mit den Ashtar. Wir müssen vorbereitet sein. Das wäre also erledigt. Danke für die Hilfe. Das war ja nicht unbedingt ein Moment, auf den ich stolz bin. Aber du hast geholfen, die Wissenschaft voranzutreiben. Sobald genug Daten gesammelt wurden, kann ich sie alle überzeugen, allen voran Davis, dass meine Technologie nützlich ist. Wenn du neugierig bist, komm morgen wieder.
Bis dahin könnte ich erste Daten haben. Wow. Sternenkarte. Ja, ich muss sie abholen. Nein. Dann mal los. Keine Sorge, irgendwann gewinnt. Würden Sie die Galaxie erkunden wollen, hätten Sie sich ein Discovery. Gute Arbeit. Danke. Gute Mission. Dann mal los. Ausgezeichnet. Sieht ein bisschen aus wie Dr. Dr. Halsey, genau. Diesmal ist die Schaubahne zu weit gegangen. Vom Blick her. Der Wartungstechniker ist in der Hütte vorne, falls du ihn brauchst. Wie kann ich dir... Überprüfe dein Schiff alle paar Ladungen auf Thermo... Klar, nur zu. Nein, das war das Falsche. Was hast du denn du für Du findest Schiffe? Sicher was. Aha. Watchdog. Okay. Okay. Soll das ein Frachter sein? Stronghold. Vierhunderttausend Credits. Alter Schwede, du. Vierhunderttausend Credits. Yo! Ja, da muss ich aber ganz schön viel arbeiten. Holla, die Waldfee. Oh, 400.000 Credits. Crew ist an Bord. Bereit zum Abflug. Ei. Wo haben wir denn jetzt eigentlich den anderen Typen, ne? Kevin Anastasie. Moment. Okay, das können wir noch machen, Psychologin. Dann machen wir das eben schnell. Ach, eben. So. Okay.
landen. Was? Ich kann einfach so landen, ohne dass ich einen Sprung mache? Aha. Gut. Dann machen wir das eben. Das Gemeindezentrum auf P1 ist. Glauben, die Psychologie wäre nur gut, um frühere emotionale Traumata zu behandeln. Aber sie eignet sich auch zur Prävention. Verdammt! Der Bildschirm ist aus. Oh Gott, tut mir echt leid, das war nicht gegen dich gerichtet. Ich bin nur gerade richtig gestresst. Du bist okay. Hey, vielleicht kannst du mir helfen. Hallo, dein Computer ist aus. Dein Monitor ist aus, meine ich. Wie kannst du tippen? Du siehst doch da gar nichts. Schon gut. Ich geh da mal. Entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken. Ich bin hier, wenn was ist. Verdammt! Oh Gott, tut mir echt leid, das war nicht gegen... Ich weiß, was du für Trevor getan hast. Keine Sorge, ich sage Peter nichts. Ich glaube, ich kann dir vertrauen. Ich bin Gilly. Ich arbeite als Psychologin für Deimos und ersticke zurzeit in Arbeit. Ich muss einen Termin einhalten. Ich könnte Hilfe brauchen. Ich muss ein paar Mitarbeiter finden und ihnen psychologische Fragebögen geben. Die psychologischen Beurteilungen könnten für Deimos und für die Miner selbst nützlich sein. Vielleicht sollten wir Gilly helfen? Ja. Ich mach mal das. Das sind persönliche Sachen. Ich kenne dich ja kaum. Darüber kann ich nicht reden. Du musst nur wissen, dass ich Hilfe gebrauchen kann. Okay. Wirklich? Oh, wow, danke. Ich weiß gar nicht, wer in dem Stapel noch drin ist. Sieh dir einfach die Namen an und spür sie auf. Wenn sie die Formulare ausgefüllt haben, bringst du sie mir wieder und ich gehe sie durch. Sag einfach, dass du Gilly hilfst. Ach, aber nicht lesen, was sie schreiben. Das ist vertraulich, okay? Danke nochmal. Aha. Erstens gleich hier. Es ist nicht leicht, die Dinge zwischen der Werft und hier zu koordinieren. Hallo, kenne ich dich? Nein. Ich bin nur hier, um Gilly zu helfen. Oh, das ist aber nett. Ich weiß, dass sie es in letzter Zeit nicht leicht hatte. Schön, dass sie Hilfe bekommt. Ich bin Leona Hawks, Kontaktperson von Deimos Sternenwerft. Wer mit unserem Büro zu tun hat, hat irgendwann auch mal mit mir zu tun. Wir sehen uns also bestimmt. Also, Gilly will, dass du diese Fragen beantwortest. Eine psychologische Beurteilung? Ist das dein Ernst? Gilly, das Programm habe ursprünglich doch ich angeordnet. Muss ich das wirklich selbst auch ausfüllen? Das ist mir bewusst, aber du bist hier angestellt und gemäß Firmenpolitik muss jeder teilnehmen. Okay, okay. Dann gib schon her. Okay, das ist nicht übel. Einfach... Yep. Mhm. Das würdest du wohl gern wissen. Okay. Und fertig. Hier. Nächstes Mal muss ich mich selbst und die anderen Führungskräfte von so etwas ausnehmen. Wir wären nicht hier, wenn wir unzuverlässig wären. Ich hätte gar nichts geschrieben, kein Stift, kein Finger bewegen, gar nichts. Jetzt nur in Hand gehalten und draufgestarrt. Wow. Da fehlt wahrscheinlich die Unterschreibung. Animation. So ein toller Anblick. Ihre Kinder können das System von Bord aus verschiedenen Fächern wie Kunst, Naturwissenschaften, Mathematik, Geschichte und mehr lernen.
Ich habe eine Wette mit meinem Vorarbeiter. Hey, bist du neu? Ich dachte, es wären alle Stellen besetzt. Nein, ich will nur Gilly helfen. Oh, interessant. Normalerweise kommt sie selber runter, wenn sie was braucht. Schön, dass sie endlich ein wenig Hilfe hat. Jo. Egal. Ich bin Andres. Freut mich. Hallo Andres. Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Ja, unterschreib das mal. Oh, ist es schon wieder soweit? Klar, das geht ganz schnell. Mal sehen. Ja. Mhm. Oh, nein. Die Frage schon wieder? Na, von mir aus. Okay, das sollte passen. Hier, richte ihr einen schönen Gruß von mir aus. Okay. Du. Oh, Moment mal. Du darfst hier unten gar nicht sein, oder? Ohne Sicherheitstraining ist das gefährlich. Schon okay, ich habe schon mal meine gearbeitet bei Argos. Ich mach keine Dummheiten. Oh, Argos. Ich dachte, bei denen überlebt grundsätzlich niemand. Nee, war nur ein Witz. Argos kenne ich. Guter Laden. Die Sicherheitsbilanz ist sogar ziemlich gut. Die Security könnten sie ein bisschen verbessern, aber das ist halb so wild, oder? Ich bin Samond. Nicht Sammy, nicht Sam. Samond. Keine Spitznamen. Ich bin schon seit einer halben Ewigkeit bei Deimos. Wenn du also mal irgendeine Frage hast, ich kenne die Minen besser als jeder andere hier. Nein, also du sollst nur diesen Fragebogen ausfüllen. Klar, gib her. Mal sehen. Nein. 10. Nein. 9. Gut. Nein. Geschafft. War's das? Ja. Mehr brauche ich nicht. Super, wir sehen uns. Okay. Subterrane Teilchendetonation bevorstehen. Bitte lose Gegenstände sichern, selbst halten. Hast du ein Problem, hä? War nur ein kleiner Spaß. Füll mal bitte das aus. Was zur? Das sollen wir allen Ernstes für die Firmenpsychologin ausfüllen? Na gut, lass mal sehen. Was ist das für ein Mist? Ja? Ja? Oh. Netter Versuch. Wüsstest du wohl gern. Darüber soll sie sich mal den Kopf zerbrechen. Von mir aus, wie auch immer. Hier, bitte. Hoffentlich kriege ich eine 1 auf das Ding. Teilchendetonation abgeschlossen. Normale Mining ist wichtig, aber man darf es auch nicht so ernst nehmen. So, dann ist das auch erledigt. Puh, war das ein langer Tag. Wir wissen beide, dass du nicht mehr auf der Gehaltsliste stehst. Egal, ist ja nichts passiert. Hast du alle Bögen ausgeführt zurückbekommen? Hat jemand Ärger gemacht? Außer Leona natürlich. Hab ich gehört. Nein, die meisten scheinen bereits an die Sache gewöhnt zu sein. Ah, das ist gut zu wissen. Der Prozess ist noch ziemlich neu, aber wir haben es inzwischen schon ein paar Mal gemacht. Schön, dass es klappt. Ich wälze meine Arbeit normalerweise nicht auf andere ab, aber du warst mir eine riesige Hilfe, das weiß ich zu schätzen. Hier, ein kleines Dankeschön. Cool. Warum läufst du jetzt so komisch rückwärts? Hey, angeblich haben wir die neue Ausrüstung nur dir zu verdanken. Das ist Mord! Nicht schon wieder! Ach nö! Warum musstest du genau dann schießen, wenn ich an dir vorbeilaufe? Ach nö! Ach Mann, oh! Warum fühlen die sich angegriffen, wenn ich in deren Strahl reinlaufe? Warum? Die tun ja so, als hätte ich auf die geschossen. Oh nein, sag mir bitte nicht, ich muss das alles nochmal machen. Oh,
Oh, warum musste sie auch genau dann den Laser nutzen, wenn ich gerade am Vorbeilaufen bin? Das ist doch kacke. So viel zu tun. Verdammt. Oh Gott. Das ist so nervig, dass ich die, als ich könnte Hilfe dass die NPCs die sich angegriffen fühlen, wenn man in deren wirklich? Strahl oh, reinläuft. Wenn sie die Formular... Ach, ich meine, aber die, ich habe ja Schaden gekriegt, nicht die. Immerhin habe ich noch mehr als genug Arbeit, bevor ich nach Hause kann. Oh yeah. Ich habe ja Schaden gekriegt. Hallo, kenne ich dich? Und die tun ja so, als hätte ich die angegriffen. Oh, habe ich aber nicht. Ich bin Leona. Eine Psychologin. Gilly. Das ist gut. Okay. Muss ich alles nochmal machen, nur wegen diesem kleinen Patzer, Mensch. Ist das nervig. Der Planet kann einen ganz schön runterziehen. Wenn du mal lachen willst. Zum Glück gibt es im Kühlschrank jetzt mehr Getränke. Oh ja, ist das nervig. Die Miner hier brauchen viel Mut. Was zur... Was ist das? Nur weil ich in deren Laserstrahlen oder Miningstrahl reingelaufen bin, schießen die jetzt alle auf mich und ich habe alle als Feinde. Nur weil ich in deren Strahl reingelaufen bin. Das ist hey. So typisch. Das macht auch gar keinen Sinn. Oh. Egal. Ich meine, ich habe die ja gar nicht angegriffen, aber wenn man in den Strahl reinläuft, dann sieht das so aus, als hätte ich die angegriffen. Ja. Habe ich aber nicht. Okay. So. Boah, Moment. Ah. Oh. Nee, was? Ich bin Samond. Nicht. Ich bin schon ich seit einer halben dir. Ewigkeit. Klar. Mal sehen. Super. Aha. Wow. Nicht schon wieder. Läuft man in deren Stahl rein und schon hat man alle als Feinde, wo man gar nichts gemacht hat. Ich meine, das ist ja nicht so, als hätte ich die angeschossen mit einer Waffe. Oder dass ich einen Laserstrahl auf die angewendet habe. Sie tun ja so, als hätte ich die angegriffen. Hast du alle Bögen ausgefunden? Hab ich gehört. Ah, das ist gut. Ich wälze mal. Ja. Wollte ich nochmal mit der da unten reden. Es ist so nervig. Jedes Mal diesen blöden Laserstrahl von denen. Du warst wirklich eine riesige Hilfe. Alle als Feinde zu haben. Ich habe eine Nachricht von meinem Vater. Er lässt die Anklagen fallen. Es wird trotzdem noch schwierig. Wir haben viel zu bereden. Aber ich glaube, wir können unsere Beziehung dank dir wieder kitten. Du lässt es mich wissen, wenn er dich wieder belästigt. So weit wird es nicht kommen. Aber ja, ich weiß, dass auf dich Verlass ist, wenn ich in Schwierigkeiten bin. Freut mich zu hören. Schön, dass es geklappt hat. Natürlich... werden wir es langsam angehen. Wir müssen erst wieder Vertrauen aufbauen. Aber er hat seine Fehler eingestanden und sich entschuldigt. Das ist ein guter erster Schritt. Und ich bin bereit, ihn wieder in mein Leben zu lassen, solange er seinen Worten Taten folgen lässt. Ohne dein Eingreifen wäre das nie möglich gewesen. Jetzt kann ich mich endlich behandeln lassen. Ich kann dir gar nicht genug danken. Nice. Wir erinnern Sie daran, dass der Bring dein Kind mit zur Arbeit tat nicht offiziell genehmigt ist. Wir raten dringend davon ab, Kinder an gefährliche Arbeitsplätze mitzunehmen. Schützen wir unsere Kinder. Bringen wir sie nicht in Gefahr. Vielen Dank, Ihr Arbeitsministerium. So, dann haben wir das auch erledigt. Ah, wir haben wieder ein Skill. Yes. So, was haben wir hier? Raumschiffdesign. So, verbesserten Schiffsmodulen. Oh, yeah.
Danach mache ich Robotik. Wie Robotik. Du kannst einen Roboter, der bis zu 10 Level über deinem Level steht, vorübergehend dazu bringen, den Kampf einzustellen. Achso, ich kann also einen Roboter mit mir mitführen, der mit mir kämpft, oder wie jetzt? Gut, dass man hier keine Feinde macht, indem man die anderen anderen will. Du willst mit mir reden? Yep, yep. Okay. Warum kann ich eigentlich, ich hab doch einen Boost hinten drauf, warum kann ich da, kommt da keiner hin, keine raus, so Raketenantrieb, Dingens? Verzeihung. Zeit, wenn du startbereit bist. Warte, nein, warte. Wir haben ja noch das Buch, wir haben doch seine Ausgabe, verdammt. Oh, da muss ich nochmal rein. Wir haben ja jetzt eine Ausgabe, die war doch auch hier. Autsch. Autsch, Kopf gestoßen. Aua. Soll ich das vergessen? Oh Mann. So, das war jetzt die wo lang? Kondos sind nichts Besonderes, aber für viele Leute da nicht. Hier rein. Dann kriegen wir da auch nochmal XP. Horus ist ein guter Mensch, aber ich sehe das nicht. Schade, dass es hier keine Kinder gibt. Die Erwachsenen sind immer so mies gelaunt. Hi, ich bin Renee und mir ist langweilig. Ich soll nicht mit Leuten reden, die ich nicht kenne. Aber wenn ich mit dir rede, kenne ich dich. Dann ist mir nicht mehr langweilig. Aha. Gegen die Logik kann ich nicht sagen. Klar können wir reden, ich bin Ray. Jetzt sind wir Freunde und meine Eltern können nicht sagen, ich darf nicht mit dir reden. Egal. Worüber willst du reden? Hier gibt es für Kinder nicht viel zu tun, oder? Ich spiele gern mit Taye. Wir lassen uns immer ganz viele Spiele einfallen. Manchmal hören wir Musik oder sehen fern. Aber wenn er nicht da ist, male ich gerne. Manchmal schenke ich meine Bilder auch jemandem, weil alle immer so mies gelaunt seien. Dann freuen sie sich. Mies gelaunt sind. Willst du mir helfen? Ich habe total tolle Bilder von Welthauptfrosch gemalt und kann gerade nicht raus. Kannst du sie aufhängen? Klar. Wirklich? Danke, 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 danke. Die Leute freuen sich sicher. Hier sind ein paar Kopien von meinem Weltraumfroschbild. Du kannst sie irgendwo aufhängen, wo die Leute sie sehen. Vielen Dank! Wo ist jetzt der Typi?
sollen luxuriöse Wohnungen sein? Ich finde sie ehrlich gesagt ziemlich enttäuschend. Man macht sich einfach wahnsinnige Sorgen, wenn der Partner unten in den Minen schuftet. Die sind in keiner Hinsicht kompatibel. Finanziell, emotional. Das mit Governor Hurst ist einfach ein Schock. Angeblich ist er in Zwielichtig. Okidoki. Ich dachte, wir wären auf ihn gestoßen. War aber nicht so. Klo. Wer will schon ein Bild auf dem Klo? Howdy. Ups. Cocktails. Ja, ich könnte wieder ein bisschen Cocktails machen. Ich kriege noch ein paar extra bisschen Geld. Gerüchten zufolge wetteifern mindestens zwei Filmstudios um die Rechte an. E2? E. Sei bei den Minen vorsichtig. Aktive okay. Schächte betrittst du auf eigene Gefahr. Auf Ebene. Auf einzelnen Farmen im Gesamten. Erledigt. Ich habe eine Brieffreundin in New Atlantis. Hoffentlich ist der Hörverlust nicht dauerhaft. Wird das nicht unheimlich? Häng die Bilder einfach überall auf, wo sie ganz viel... Hi! Vielen Dank, wirklich. Ich würde es ja gerne selber machen. Aber wenn ein netter Erwachsener mir hilft, ist das super. Dankeschön. Alles, was den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Ja, oder? Letztes Mal haben mir ganz viele Leute gesagt, wie toll sie die Bilder finden. Hoffentlich bleiben die Bilder diesmal ein bisschen länger hängen. Hier, es ist zwar nicht viel, aber ich wollte mich bedanken. Ha, Credits. Oh, okay, nehme ich gerne. Auch wenn es nur 12 sind, aber... Wir wollen ja nicht jetzt das Kind ganz pleite machen. So, wo ist denn jetzt hier der Typ hier? Oben. Da bist du. Ich freue mich schon so auf das Buch. Oh, hast du das Buch gefunden? Dragonstar Force Band 1, die Helden des Dragonstar? Sehr gut. Ja, klar. Was hast du gedacht? Ja, hier. Wow, du hast es wirklich gefunden und mir beschafft. Vielen, vielen Dank für deine Hilfe. Hier, für deine Mühen. 1300. Cool. Okay. Hat es Fell. Yep. Achtung. Ist es ein Kaninchen? Hey! Das ist unfair! Woher weißt du das? Vielleicht, weil du Kaninchen liebst und bei dem Spiel fast immer ein Kaninchen nimmst. Ach, na gut. Aber nächstes Mal lasse ich mir was anderes einfallen. Vielleicht ein Alientier, das in irgendeinem anderen System lebt oder so. Okay, Renee. Aber nächstes Mal bin ich dran. Dann musst du raten und ich überlege mir was richtig Schwieriges.
Okay. Das ist das Büro des Gouverneurs auf der Hauptebene. So, dann haben wir die beiden Quests jetzt auch gemacht. Können wir jetzt endlich wieder weg. Wie geht's dir? Wir haben lange... Ich habe neulich im Wartungsgang ein paar... Ich kann endlich das Schiff kaufen. Und wenn ich dann ein letztes habe, verkaufe ich das Schiff und hole mir dann ein größeres. Aber erstmal muss ich gucken, ob ich mir dann das andere Schiff leisten kann, wenn ich das nächste verkaufe. Nicht, dass ich dann gar kein Schiff mehr habe. Ja. Oh ja. So. Recycelte Luft ist einfach nicht das Wahre. Okay, Missionen. Yannick, was war das? Wo ist das? Nicht hier. Nein, wir gehen jetzt erstmal nach Alpha Centauri. Um zu gucken, ob ich mir das Schiff jetzt leisten kann. Wahrscheinlich noch nicht. UC Security hier, wir scannen jetzt nach Schmuggelware. Scan abgeschlossen. Landefreigabe für New Atlantis erteilt. Danke. Du solltest ein paar der Schiffe sehen, die hier landen. Die Besitzer scheinen zu glauben, Thermoparasitennester wären in... Hier haben wir 2600. Kann ich dir irgendwas abladen? Die Handelsaufsicht sucht immer Waren. Du findest sicher was. Dann ist es ja. 132.000. Ey, verkaufen. Ich kann es gar nicht verkaufen. Klar, nur zu. Was kann ich denn jetzt hier noch verbessern? Mehr Sachen. Thank you.
Moment. Schiff verbessern. Wo kann ich noch mehr Crew mitnehmen? Sollen wir was reparieren? Ich würde es mal mit Viewport probieren. Findest du links auf der Plaza. Okay. Siehst du den Wissenschaftler vor dem Mast? Er starrt Bäume an. Klingt besorgt. So schlimm kann die Sache nicht sein. Wo gucke ich eigentlich hin? Schön, dich wiederzusehen. Kann ich dir was bringen? Hallo, Neue. Schön, dich wiederzusehen. Kann ich dir was bringen? Ja, der Raumhafen hält mich ziemlich auf Trab. Aber nur mal so unter uns. Ich habe was in Arbeit, das alles ändern wird. Einen neuen Drink, der mich in der ganzen Galaxie berühmt macht. Bullshit. Was denkst du denn? Tja, zurzeit ist das, was nicht drin ist, das Problem. Ich habe nicht alles, was ich für das Rezept brauche. Ich hatte einen Deal mit einem Spediteur, mir Proben einer Zutat zu bringen, die das A und O sein dürften. Nicht das C und A. Aber er ist nie aufgetaucht. Oder das H und M. Der Typ wurde offenbar noch von anderen angeheuert. Von der Art von Leuten, die nicht ganz legale Fracht versenden. Die Security hat Wind davon bekommen und die Fracht vollständig beschlagnahmt. Jetzt lassen sie sich richtig Zeit, wie immer. Das macht mich fertig. Kannst du nicht einfach mehr von dem bestellen, was du brauchst? Ha, ja klar. Bei den ganzen Credits, die hier einfach rumliegen. Warum ist mir das nicht eher eingefallen? Das bringt uns nicht weiter. Das Zeug war schon beim ersten Mal teuer genug. Okay. Ich habe den ganzen Papierkram erledigt. Das bringt zwar nichts, aber trotzdem. Und ich bin mir nicht mal sicher, dass ich das wirklich für das Rezept brauche. Ich vermute es nur. Ich muss die Fracht in die Hände kriegen. Warum klingt das so verdächtig? Naja, irgendwas in der Richtung zu unternehmen wäre nicht unbedingt so 100% legal. Ja, wenn ich es nicht versuche, kann ich nicht ruhig schlafen. Bevor wir weiterreden, ich bitte dich keinesfalls darum, irgendetwas zu tun, das gegen die vielen hier in New Atlantis und in Colonies geltenden Gesetze verstößt. Wir unterhalten uns nur unter Freunden und Freunde fragen einander, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, diese wichtige Fracht aus der Beschlagnahmung zu holen. Und falls das rein hypothetisch auf nicht ganz legale Art und Weise geschehen würde, tja, dann wäre es nicht unbedingt ein Weltuntergang. Und, bist du dabei? Du ziehst das doch nicht ernsthaft in Erwägung, hoffe ich. Die UC Security hat uns wirklich gerade noch gefehlt. Ich bin für dich da, ich werde tun, was ich kann. Du glaubst gar nicht, wie erleichtert ich bin. Ich erwarte nicht, dass du oder irgendjemand ballernd da reingehst und Geißeln nimmst oder so. Aber es muss einen Weg geben, das zu kriegen, was ich brauche. Ich weiß nicht viel darüber. Die Fracht lagert unten im Weltraumhafen, nicht bei der Security. Aber sie verwenden dieselben Zugangskarten. Wenn du eine hättest, würde es gehen. Woher oder warum du eine Zugangskarte der UC Security hast, geht mich nichts an.
Es ist besser, wenn ich es nicht weiß. Ansonsten könnten dich vielleicht auch die Schiffstechniker reinbringen. Die kenne ich aber nicht, sonst würde ich nicht mit dir reden. Nichts für ungut. Keine Geiseln, so ein Mist. Ich bin genervt, nicht besorgt. Moment, heißt das etwa, dass ich besorgt sein sollte? Nein, natürlich nicht. Alles wird gut. Ich vertraue dir. Bis bald mal. Oh je, was mache ich denn nur? Was mache ich denn nur? Da oben, ja? Aha. Hey, hier sollten sich Zivilisten eigentlich nicht aufhalten. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Ihr habt beschlagnahmte Fracht, die ich brauche. Ich kann dich da nicht einfach reinlassen. Wir finden bestimmt eine Lösung. Ja, das hoffe ich. Ich hoffe, ich kann dir trauen. Ja, kenne ich. Sag niemandem, dass ich das für dich getan habe. Das könnte mich den Job kosten. Falls jemand fragt, ich hatte nichts damit zu tun. Verstanden? Eine Sekunde. Na gut, mach das schnell, ja? Das ist meins. Gib es zurück. Hey, halt die Augen offen und sei vorsichtig, ja? Hier ist es für Zivilisten nicht sicher. Das nehme ich. Danke. Dann nimm's doch. Machst du die Tür wieder zu? So, jetzt schwebt er und jetzt ist er wieder auf dem Boden. Naja, jetzt hat er es direkt gekriegt. Ich hab's aus dem Lager genommen und hab's ihm praktisch gegeben. So muss er da nicht reingehen und das selber holen. Lalalala. Will mir hier keine Feinde machen. Hallo Neue. Schön, dich wiederzusehen. Kann ich dir was bringen? Ein Geschenk für dich. Jetzt ehrlich? Du hast sie? Ich will gar nicht wissen, wie du die bekommen hast. Okay, ich will es schon. Aber wahrscheinlich wäre besser nicht, richtig? Du schuldest sie mir einen Gefallen. Aha, dann weiß ich ja, an wen ich mich wende, wenn ich meine Schanklizenz verlängern muss.
Ich kann dir versichern, dass es das alles wert war. Du wirst sogar die erste Person sein, die den Cocktail probieren darf. Außerdem kriegst du Freigetränke. Also, nicht unbegrenzt. Aber wenn du ab und zu mal einen Muntermacher brauchst, bin ich deine Frau. Das wird jetzt ein bisschen dauern, aber... Ohne Hochzeit? Das hier war der schwierige Teil, denke ich. Vielen, vielen Dank nochmal. Dafür bin ich... Klares Sprudelwasser. Du bist jederzeit wieder willkommen. Hey, du da. Du kommst doch sicher viel herum. Hättest du auf deinem Schiff noch Platz für mich? Ja, kommt drauf an. Hast du irgendwelche nützlichen Fähigkeiten? Jede Menge. Ich komme auf Schiffen klar, vor allem an den Geschützen. Und ich bin Expertin für Schrotflinten. Das habe ich sogar schriftlich. Wenn du bereit bist, deinen Teil zu tun, kannst du gerne mitkommen. Ei, Captain. Ich verlange auch nicht zu viel. Ich bin nur froh über den Job. Seit ich bei den Freestar Rangern aufgehört habe, bin ich arbeitslos. 24.000 Credits. Okay, wenn es sein muss. Danke. Aus uns wird ein tolles Team, was? Verwalte deine Crew, weise ihnen Aufgaben zu und sende sie zu deinen Schiffen und Außenposten. Jedes Crewmitglied besitzt verschiedene Skills, die dein Schiff oder deine Außenposten verstärken. Bestätigen. Dann kümmerst du dich. Schiff. Aktuelle Außenposten? Nein. Nein, bloß nicht. Danke für die Chance, Captain. Das wirst du nicht bereuen. Okay. Okay, hallo. Astrodemia-Spezialist, haben wir hier irgendeinen, der... Du hast einen guten Tag erwischt. Die Drinks sind heute richtig stark. Bist du geschäftlich hier? Kann gerade nicht reden. Sorry, ich wollte... Hunter, Bürgerin... Hey, wenn du einen Waffenspezialisten suchst, könnte ich die Arbeit gut gebrauchen, um ein paar Schulden zu tilgen. Ich bin interessiert. Ich verlange nicht so viel, nur meinen gerechten Anteil. 30.000! Mist, dann muss ich wohl zu jemand anders. Oder? Warte mal. Hätte ich nur noch 40.000. Ja gut, komm mit. Hey, wenn du ein... Ja gut, komm mit. Ich verlange nicht so viel. Ja.
Echt? Ich meine, danke. Sorry, ich bin's einfach gewohnt, Nein zu hören. Crew kann gelandeten Schiffen überall zugewiesen werden. Danke für die Chance. Ich bin unterwegs. Schießen wir jetzt dadurch besser oder wie oder was? Wir haben ja hier noch viele. Dann machen wir jetzt erstmal die Main Story weiter. Ich habe die besiedelten Systeme in allen möglichen Raumschiffen bereist. Doch in der NAT wird mir immer noch übel. Geschäft in dem Mast war das, ne? Zurück zur Loge, oder? Ja, ja. Müssen wir da auch ein bisschen weiterkommen. Ich erledige also das letzte Spacer-Schiff, merke aber, dass mein Tank ein Leck hat. Ich sitze fest. So schlecht geht es mir gar nicht. Du gehst zu diesem Arzt. Ich sag's dir, meine Cousine würde perfekt zu mir. Weitergehen. Ich hoffe, Ihr Quartier ist zu Ihrer Zufriedenheit. Wir haben es. Captain, nachdem Sie nun Mitglied der Constellation sind, stehe ich Ihnen uneingeschränkt zu Diensten. Und da Sie wahrscheinlich in unbesiedeltem Raum sein werden, wäre es ratsam, die Entwicklung von Erkundungsaußenposten zu erörtern, sollten Sie jemals eine Forschungsbasis errichten müssen. Ich könnte dich so brauchen. Was doch? Wie meinst du das? Die Erkundung eines unbekannten Planeten kann ein großes Unterfangen sein. Der Bau eines Außenpostens ermöglicht die Herstellung von Scannern, Extraktoren und Verteidigungssystemen. Es ist sogar möglich, mehrere produktionsfähige Außenposten aufzubauen, um bessere Ausrüstung und sogar Raumschiffmodule herstellen zu können. Okay, nützlich. Das kriegst du, wenn ich das nächste Mal auf einem Planeten lande. Woher weiß ich, ob ich auch bis auf den Planeten die Sonne gibt, die ich brauche? Ein Planetenscan offenbart die Existenz wichtiger anorganischer Ressourcen. Seltenere Elemente sind ohne Ausbildung aber schwieriger zu finden. Ein Scan kann zwar auf einem Planeten vorhandenes Leben erkennen, aber Sie müssen die Tiere und Pflanzen selbst analysieren, um zu erfahren, welche Materialien sie erzeugen. Welchen Zweck dienen denn die komplexen Anlagen, die ich bauen kann? Der Scan-Booster ist die offensichtlichste Wahl, da Sie durch ihn Orientierungspunkte und interessante Orte aus der Ferne finden können. Außerdem Extraktoren, die es Ihnen ermöglichen, verschiedene Rohmaterialien zu sammeln, sowie Fabrikatoren für die Produktion. Bei besonders ertragreichen Außenposten
könnte sich sogar die Errichtung von Frachtlinks lohnen, um Ressourcen mit ihren anderen Außenposten zu teilen. Cool. Die Baupläne, die sie benötigen, um einen Außenposten zu errichten, befinden sich bereits auf ihrer Uhr. Sie verbindet sich automatisch mit verfügbaren Baumaterialien in ihrem Frachtraum. Dann bist du Barrett? Meine primäre Funktion ist es, Barrett auf seinen Reisen zu unterstützen und zu beschützen. Dies kann ich momentan nicht tun. Weiter reicht meine Kapazität nicht, jemanden zu vermissen. Ich glaube, Barrett würde sich über Ihre Frage amüsieren. Freut mich, dass du deinen Job ernst nimmst. Mit welchen Methoden ich meine primären Ziele zu erreichen versuche, wird allein durch meine Programmierung vorgegeben, anders als bei Menschen. Selbst wenn ich es wünschte, könnte ich es nicht anders angehen. Zudem besitze ich keine Wunschkapazität. Wie lange bist du denn schon Mitglied? Der frühere Leiter der Gruppe, Malcolm Livingston, hat mich zusammen mit vielen materiellen Gütern gekauft. Trotz verschiedener großer Systemerneuerungen und Upgrades bin ich seit 43 Jahren online. Könnte ich gebrauchen. Captain, ich begebe mich an die zugewiesene Position. Ja, ich kann die aber nicht jetzt Schiff zuweisen, ne? Weil wir haben nur die zwei wegen dem Schiff. Geht nicht mehr. So, dann speichern wir mal ab. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Nämlich, indem wir das Teil einfügen. Also, bis dann!